Als nächstes am Bord als nächstes ist zu Wort gemeldet der Clubobmann Mario Kunaschek. Mario Kunaschek, bitte schön, Herr Clubobmann. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Landeshauptmann, Herr Landeshauptmann Stellvertreter, geschätzte Mitglieder der Landesregierung, Hohes Haus, geschätzte Abgeordnete, werte Zuseher. Ich habe die dankbare Aufgabe, der erste Redner zu sein, der nicht nur eine Jubelrede hält, aber ich werde mir natürlich auch erlauben, Positives wie vermeintlich auch Negatives aus unserer Sicht anzusprechen. Lieber Herr Schützenhofer, ich möchte mich namens der Freiheitlichen Partei bei dir bedanken auch für die unterschiedlichen Phasen unseres gemeinsamen Tuns. Ich habe mir drei Phasen der letzten 7 Jahre vorgenommen darzustellen. Es waren 2 Phasen, wo wir es eher schwierig miteinander gehabt haben und eine, wo es ganz gut gelaufen ist. Die schwierige Phase, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Hermann Schützenhöfer, war sicherlich das außergewöhnliche Jahr 2015 mit allen Herausforderungen, die uns an der Grenze ins Spielfeld, aber in vielen anderen Bereichen auch gemeinsam ereilt haben. Ja, die Lagebeurteilungen der Freiheitlichen Partei und der Volkspartei, des Hermann Schützenhöfer, des Mario Kunaschek, waren nicht immer deckungsgleich. Aber ich glaube, wir haben beide versucht und ich glaube auch beide Fraktionen versucht, in dieser schwierigen Situation das Richtige zu tun. Wir waren beide auch öfters an der Grenze, haben uns ein Bild der Lage gemacht und ich glaube, in der nächsten Phase, die dann Ende 2017 eingetreten ist, nämlich in der Phase der türkis-blauen Bundesregierung, wo ich die Ehre hatte, als Bundesminister zu fungieren, haben wir auch die Lehren aus dem 15er und 16er Jahr in unsere Arbeit mit aufgenommen. Und ja, stehe hier auch nicht an, mich bei dir zu bedanken. Es sind doch einige Dinge ganz gut gelungen. Ich möchte hier ansprechen, der gemeinsame Kampf um die Nachfolger der OLED 3, des Hubschraubers in Aigen, die Außerstreitstellung auch der Airpower, die ja immer wieder auch Thema politischer Auseinandersetzungen ist, aber auch die gemeinsam durchgeführte Grenzschutzübung in Spielfeld, Polizei, Bundeswehr, auch unter Beteiligung des Landes Steiermarkes und dir, sehr geehrter Herr Landeshauptmann. Ja, die nächste Phase dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Hermann, war die Phase der Pandemie. Die nächste große Herausforderung und ja, da waren auch Unterschiedlichkeiten wieder zu erkennen in der Frage, wie geht man mit dieser schwierigen Situation. Ich stehe hier nicht an zu sagen, ich habe dich in vielen Situationen nicht beneidet. Ja, das ist ganz klar, wenn jemand an der Spitze des Landes steht, trägt er Verantwortung, aber auch wir hier im Hohen Haus, alle Abgeordneten tragen Verantwortung in den politischen Entscheidungen und ich möchte hier nicht nur die Unterschiedlichkeiten hervorheben, aber Sie wissen, dass wir das Thema der Impfpflicht, das Thema der Lockdowns und viele andere Maßnahmen anders beurteilt haben als Hermann Schützenhöfer und die Volkspartei. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Hermann Schützenhöfer, ich denke insgesamt in den letzten 7 Jahren, wir haben ja auch 2 Wahlkämpfe bestreiten dürfen, gemeinsam 15 und 19, bei aller Unterschiedlichkeit, bei allen politischen Auseinandersetzungen, manchmal auch härteren Bandagen, wobei ich auch hier bei dir bin, im Landtag Steiermark pflegen wir hier einen, Gott sei Dank, glaube ich, ganz guten Umgang. Ich habe auch das Parlament kennenlernen dürfen, da sind wir auf einem guten Weg. Bei allen Unterschiedlichkeiten, allen politischen, auch teilweise, wie gesagt, Auseinandersetzungen, kann ich sagen, dass diese Auseinandersetzungen immer mit offenem Visier geführt worden sind, dass letztlich, und das unterstelle ich uns jetzt einmal beiden, wir versucht haben, das Beste und das Richtige für das Land zu machen, nur die Zugänge dort und da vielleicht andere waren. Ich wünsche dir, lieber Hermann, alles erdenklich Gute, auch deiner Familie alles Gute. Der Hermann wird jetzt mehr daheim sein, aber ich denke, du wirst diesen neuen Lebensabschnitt mit dem gleichen Elan, den du ja durchaus auch an den Tag gelegt hast, auch großer Respekt vor der Leistung, täglich auch unterwegs zu sein. Ich bin doch einige Jahre jünger, aber man spürt es in den Knochen dann manchmal schon, auch wenn man in der Früh aufsteht, großen Respekt vor dieser Leistung und letztlich wirklich alles, alles Gute und viel Gesundheit im nächsten Lebensabschnitt. Geschätzter Herr Landeshauptmann. Und ja, das eine oder andere Achtel, was wir gemeinsam getrunken haben, wird mir auch abgeben, aber wir werden Zeit finden, du mehr wie ich, dass wir auch das in Zukunft durchaus pflegen. Ja, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Hauptdarsteller des heutigen Tages. Magister Christopher Drechsler, Landesrat, wird ja heute, so
die Mehrheiten gegeben sind. Davon gehe ich aber nach den Wortmeldungen der Clubobmänner von ÖVP und SP aus. Zum neuen Landeshauptmann gewählt. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, lieber Christopher Drechsler, du wirst verstehen, dass diese Wahl für uns Freiheitliche alles andere als eine einfache Wahl ist. Warum? Weil wir versuchen, zwei Blickwinkel entsprechend hervorzuarbeiten. Das eine, ja, das ist der demokratische oder demokratiepolitische Zugang. Die Volkspartei war nach der letzten Wahl mit respektablem Abstand stimmenstärkste Partei in diesem Bundesland. Damit ist doch klar, wenn der erste Partner findet, die gefunden worden sind mit der SPÖ, dann hat diese Partei an sich auch demokratiepolitisch das Anrecht, den Landeshauptmann zu stellen. Deshalb werden wir heute auch eine differenzierte Abstimmung vornehmen. Nämlich die eine aus der demokratiepolitischen Sicht, aber die andere auch aus der realpolitischen Sichtweise unserer Fraktion. Lieber Christopher Drechsler, wir haben nicht immer nur die besten Phasen gehabt im gemeinsamen Tun. Wir haben vielleicht auch mehr Unterschiedlichkeiten auf der persönlichen Ebene, wie ich mit Hermann Schützenhöfer habe. Ich möchte aber ein paar dieser Unterschiedlichkeiten hervorarbeiten. Zum einen, lieber Christopher Drechsler, bist du ein passionierter Kulturfreund und auch Kulturpolitiker. Aber du weißt, wie viele hier auch in diesem Haus, in den kulturpolitischen Ideen gehen halt die freiheitlichen Ideen mit den Ideen des Christopher Drechsler das eine oder andere Mal durchaus weit auseinander. Christopher Drechsler als urbaner Mensch, ein Unterstützer der freien Szene, die Freiheitliche Partei, die für Brauchtum und Volkskultur steht. Also hier hat es nicht nur in der Vergangenheit heiße Debatten gegeben mit Gerhard Kurzmann, mit Marco Triller. Da wird es auch in Zukunft das eine oder andere auch an politischen Diskussionen brauchen. Der Zugang der direkten Demokratie und meine sehr geehrten Damen und Herren der Volkspartei, ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch an diesem für Sie heute sehr wichtigen Tag, noch einmal auch die Situation in Lietzen anzusprechen, wo eben dieser demokratiepolitische Zugang von der Drechsler ÖVP, die ja mittlerweile auch ist, nicht gelebt wurde, wo der Wählerwille nicht umgelegt wurde, wo die Volksbefragung ein ganz klares Nein zum Leitspital gesagt hat, letztlich aber der Kurs nicht verändert wurde. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das einprägendste Erlebnis in der Unterschiedlichkeit hat sich vor einigen Jahren abgespielt, nämlich wie wir die bereits angesprochene Flüchtlingskrise hier in diesem Hause im Rahmen einer Sondersitzung auch debattieren wollten. Wo es dann zu einer Situation gekommen ist, wo man eine Menschenkette rund um das Landhaus gebildet hat, wo auch du, lieber Christopher Drechsler, gemeinsam mit Kommunisten, mit Grünen, mit Links-Linken, mit Sozialdemokraten, vielen mehr, dort aufgetreten bist. Jetzt kann man als Demokrat sagen, es ist auch ein gutes Recht, das zu tun. Es muss aber auch möglich sein, hier in diesem Haus kontroversielle Debatten zu führen. Und ja, die Freiheitliche Partei hat in dieser Phase nichts anderes auch getan, als Missstände aufzuzeigen, die letztlich dann auch immer mehr zutage getreten sind und wir dann gemeinsam auch zumindest ein Stück des Weges gemeinsam gegangen sind, um diese Missstände auch aufzuheben. Das heißt, sehr geehrter Herr Landesrat und Landeshauptmann in spe, noch einmal, die Freiheitliche Partei wird heute differenziert abstimmen. Es wird weniger Pro-Stimmen geben, als Wobes bekommen hat von der Freiheitlichen Partei, aber mehr als Hermann Schützenhöfer bei der letzten. Das heißt, der Start ist an sich durchaus möglich. Lieber Christopher, überrasche uns zum Positiven. Die Freiheitliche Partei wird auch in Zukunft keine Frontal-Oppositionspartei sein, die gegen alles ist, aber sie wird ein kritischer Begleiter auch deiner politischen Tätigkeit als Landeshauptmann sein. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wahlen heute sind nicht so spannend, wie die Wahlen 2024 sein werden, wo dann letztlich der Souverän entscheidet, wer der Landeshauptmann der Steiermark sein wird. In diesem Sinne, lieber Christopher, dir einen guten Start. Lieber Hermann Schützenhöfer, noch einmal alles Gute. Und ja, ein steirisches und ein wirklich kräftiges Glück auf. Eine differenzierte Abstimmung hat die FPÖ angekündigt. Einige Stimmen wird es für Christopher Drechsler geben. Einige werden ihn aber nicht wählen aus der FPÖ-Riege.